Wunderbar. So, es geht los. Also, heute für euch ein wunderschönes Vinora Modell Freak in Colors. Freak in Colors, ja, ist natürlich, also es ist ein Billigmodell gewesen damals. Aber es steht ja wirklich so symbolisch für die Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Freak in Colors, Farben. Das war echt angesagt damals. Das ist so in etwa wie heutzutage oder wie vor kurzer Zeit, also bis vor ein, zwei Jahren war das ja hier auch noch so, alle zu trendy, alle zu bunt und hip und so. Das lässt ja langsam wieder nach. Damals war es halt so mit den Rädern, mit der Kleidung, mit allem. Also wenn man sich die alten Kataloge anguckt, naja, flippt man ja aus. Nun, dafür, dass es Freak in Colors heißt, ist es sehr bescheiden gestaltet. Also Freak in Colors, das Modell sagt da eigentlich aus, du hast einen bunten Aufkleber hier drauf, Freak in Colors. Und hier hast du auch nochmal einen Freak in Colors. Aber du hast von Offmega noch diese Mega-Ausstattung von nämlich einem bunten Steuersatz à la Chris King. Natürlich nicht Chris King, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also ganz billig, aber eben zu bunt, um lackiert, um beschichtet, ummantelt, was auch immer, kann ich gar nicht sagen. Und du hast diese mega geile Drehkugelgarnitur, Kugelgarnitur. Auch von Offmega, die auch diese Kunststoff ummantelte, die hier oben immer reißt. Egal ob bunt beschichtet oder nicht. Ja. No. Das ist das Modell Freak in Colors. Also bei dem Rad, es ist das erste Rad, was ich in meinem Laden hatte, welches ich umbauen musste. Also es war das erste Rad, was mir so überlassen wurde, wo so viel Defekt dran war, dass ich das nicht mehr groß retten konnte. Und ich habe es, zu meiner Schande, muss ich gestehen, habe ich es zu einem Single-Speed-Rad dann umgebaut, aber in günstigster Art und Weise, weil jeder wollte damals Single-Speed haben. Mountainbike waren sie allerdings noch nicht so weit, Mountainbike als Single-Speed zu fahren. So, ansonsten wird wahrscheinlich auch schon weg. Nein, ja. Also, sprich, man nimmt einfach Schaltwerk ab, man nimmt einfach die Züge ab, die Schalter ab, legt die Kette, kürzt die Kette und legt die einfach über die Grenze. Das ist die billigste Art und Weise, wie man ein Rad fahrbar machen kann. Und funktioniert auch ein Stück weit. Aber das ist natürlich, also ich rate jeden davon ab, das so zu machen. Damals habe ich es halt gemacht, weil ich es einfach nur schnell weiterdrücken wollte. Wie gesagt, das ist schnell weg, schnell weg. Nun, aus schnell weiterdrücken wurde, ach, sieht da ja nicht so schlecht aus, stellen wir einfach hin. Die Leute haben immer geguckt und haben gesagt, oh Mensch, ist ja schick und so, kannst du mir auch so was bauen? Ja, dann habe ich es aber immer anders gemacht, also immer mit natürlich Kettenspanner und so was. Ja, das war schon besser. Das Gute an dem Mountainbike ist, es hat noch horizontale Ausfallenden, also keine senkrechten. Du kannst also wirklich auf Single Speed bauen. Sprich, einfach das Laufrad, die Kassette kann man abnehmen, zerlegen und nur einen Kranzrumpf machen. Das funktioniert. Funktioniert bei der auch. Funktioniert auch bei Schraubkranz. Das habe ich schon bewiesen. Man kann Schraubkranz zerlegen und mit Hilfe von Spacern kann man dann sich, da sind ja hier noch Spacer drin, kann man sich dann den Zahnkranz der richtigen Größe auf das richtige Blatt setzen. Man muss allerdings den Zahnkranz aus dem Schraubkranz nehmen, selber. Weil die anderen Zahnkränze passen da nicht auf. Schraubkranz ist immer dicker im Durchmesser. Der Körper selber, der Freilaufkörper. Deswegen, ja, was gibt's zu sagen? Von 92 ist es? Weiß ich nicht, aber 92, ich schätze mal, das ist das Baujahr auch. Dann hattet ganz seltene Nokia-Reifen. Nokia Mount Ground. Ja, die sind echt selten und mittlerweile auch sogar Sammlerstücke. Die haben nämlich eine graue Seitenwand und so war das total beliebt. Also es ist 26 Zoll, das Rad hat Nokia, da steht's, Nokia Mount and Ground Bereifung.
Die auch noch sehr gut vom Zustand her, also vom Abfahr. Die sind nicht abgefahren oder so, ne? Die ist wirklich noch schick. Vorne auch. Ist auch noch schick. Sie haben noch die Noppen drauf hier. Teilweise auf der Lauffläche sogar noch. Sind an den Seiten. Nokia Mount and Ground. Ansonsten ist es, wie ich bereits sagte, eine sehr günstige Ausstattung von Vinora. Aber Vinora ist auch keine schlechte Marke gewesen, wie es heutzutage ist. Keine Ahnung. Gibt es vielleicht auch wieder gute Modelle und schlechte Modelle. Ja. Die Bremsen laufen. Das sind natürlich die einfachen Plastikhebelchen hier, die dann auch schon Spiel haben mittlerweile. Cantilever-Bremsen. Ja, aber es ist ein seltenes Modell, man findet es nicht allzu oft. Man sieht, die Seite hat wenig Sonne abbekommen von der Tretkurbel, die ist noch richtig schön frisch in der Farbe hier. Ja, die andere Seite hat viel Sonne abbekommen. Also sprich, die Seite hier lehnte immer an der Hauswand, die andere Seite immer von der Hauswand weg. Da schien immer die Sonne drauf auf die andere Seite. Ja, und dann sieht das auch so aus. Na, also dann hast du da auch, dann fängt das mit der Plastikspröde, die Plastikummantelung und platzt dann weg, platzt dann auf. Dann sieht es halt so aus. Also, auch ein Stück. Wieder mal muss man sagen, das habe ich nur aus Kultgründen dann irgendwie noch irgendwie an der Wand gehangen. Habe die letzten 6 Jahre im Laden eigentlich mehr oder weniger vergessen in der Ecke. Dann habe ich es jetzt vor kurzem mal rausgeholt. Die Leute, die ab und zu den Stream verfolgt haben, als er noch an war, werden das mitgekriegt haben, dass ich es dann mal richtig geputzt habe, gewienert habe und da schon eine Geschichte dazu erzählt habe. Und ja, jetzt kommt es hier unter den Hammer, weil, wie gesagt, ich schaffe ab. Also, schaut es euch an. Hier habt ihr jetzt ein Vinora Freak in Colors, ein absolut seltenes Modell von vermutlich 92. Ja, mit Nokia-Bereifung. Ja. Also, 26 Zoll, Damen-MTB, fahrbar. Als Eingang sehr unbequem. Ja, das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das wirklich so lassen wollt oder ob ihr das dann vernünftig aufbaut. Es würde sich wahrscheinlich sogar lohnen, es wieder vernünftig aufzubauen. Macht doch, haut doch das Ding voll mit XT oder XTR, so ja. Warum denn nicht? Haut den ganzen Schlunz runter, der da ist, nehmt den Rahmen. Das habe ich ja früher auch ab und zu gemacht, ja. So was kann man natürlich dann nicht weiterverkaufen. Aber es ist einfach, macht da einfach richtig Spaß. Nimmst du ein totales Billigmodell, so was wie das, klopfst es komplett auseinander und haust dann XT oder eben XTR-Komponenten drauf. Ey, Leute, flippen aus. Ja, die hab's doch ja nicht. Oder was ich sag, die wissen das ja auch ja nicht. Ja, was ist das, ey, Mann? Da machst du aus so einem einfachen Rad, relativ einfachen Rad, auch wieder was Besonderes. Und du machst auf alle Fälle was Individuelles. Und man muss es dazu sagen, diese einfachen Räder, die wenigstens von der Marke waren damals. Ja? Also nicht diese Baumarkträder. Ja? Aber Vinora steht ja schon für Qualität. Ja, die Rahmen, die haben wir gehalten. Die waren zwar jetzt nicht ultra leicht oder so, das war halt damals nicht. Aber die waren stabil, die haben gehalten. Ja, damit kannst du ruhig eine Weile fahren. Dann kannst du hier deiner Tochter dann unterm Hintern klemmen, sozusagen. Ja. Und wenn du mit guten Komponenten aufgebaut hast, ey, na hallo, Feuer frei. Ich könnte jetzt die Nokia-Reifen zum Beispiel abmachen und die einfach als Deckenset, Vintage-Deckenset Nokia, dann schmiert man sie nochmal ein mit Cockpit-Spray und den ganzen Rotz, den man so macht, um irgendwas gut loszuwerden. Und könnte das verkloppen auf eBay. Oder 40, 50 Euro wahrscheinlich dafür bekommen. Könnte ich fast wetten, dass das in der Zahl für Grauwandreifen. Na, weil die sind ja total beliebt. Da gab es ja die Tioga, Dark Smoke und so ein Scheiß. War das so. Boah. Geile Zeug, man damals auch gefahren ist. Ja. Aber es bleibt zusammen. Es geht so rin ins Netz ab 1 Euro. Heute Abend ist es drinne, ab 17 Uhr wieder hau ich da drin. Aha. Also, viel Erfolg beim Bieten. Leute, wenn ihr immer informiert werden wollt über die Räder, die neu sind oder so, dann abonniert einfach den Kanal. Schaut es euch an. Und wir haben auch ein paar andere lustige Sachen auf dem Kanal natürlich. Interessante Sachen eventuell und auch sehr viel Langweiliges auf diesem Kanal.
Macht was draus. Das sind alle Projekte sozusagen, die könnt ihr alle vollenden. Bei mir hängen die Wände voll mit den Sachen. Und deswegen, teilweise, das habe ich jetzt seit 7 Jahren, das Rad. Seit locker 7 Jahren. Seit locker 7 Jahren. Also ich habe das seit fast 8 Jahren mittlerweile sogar. Im April sind es 8 Jahre. Und seitdem hängt es rum. Also wir sehen uns. Bis morgen. Alles Gute. Viel Erfolg. Daumen hoch.